Wenn du schon eine Weile mit Docker arbeitest, dann bist du über kurz oder lang vermutlich auf das Kommando Docker Compose gestoßen und hast dich vielleicht gefragt, was es damit auf sich hat, was genau dieses Kommando eigentlich macht. Und tatsächlich haben viele von euch schon danach gefragt, ob wir zu Docker Compose nicht mal ein Video machen können. Und heute ist es endlich soweit. Heute werden wir uns Docker Compose im Detail anschauen. Falls du mit Docker noch gar nichts gemacht hast, dann guck dir auf jeden Fall vorher unsere Einführung an. Die ist hier verlinkt in der Infocard. Da erkläre ich dir erstmal, was Docker denn überhaupt ist, wie es funktioniert, wozu man das braucht und so weiter, quasi die ganzen Grundlagen. Und außerdem haben wir auch noch ein fortgeschrittenes Video, das vertieft dann ganz viele Details, wie zum Beispiel den Umgang mit Layern, was sind Multistage-Builds, wie funktioniert das Networking, was hat es mit der Persistenz auf sich und. Das solltest du dir auf jeden Fall erst nach der Einführung anschauen, falls du das noch nicht gesehen hast. Das ist aber keine Voraussetzung für heute. Das heißt, du kannst Docker Compose auch verstehen, ohne die fortgeschrittenen Konzepte zu kennen. Über kurz oder lang solltest du es dir natürlich anschauen, einfach um ein besseres Verständnis von Docker noch zu bekommen. Und auch dieses Video habe ich dir hier in der Infocard verlinkt. Heute, wie gesagt, soll es nun aber um Docker Compose gehen. Und in diesem Sinne, hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen Developers Deep Dive. Mein Name ist Golo Roden und wenn du dich für die Architektur und die Entwicklung mit zeitgemäßen, modernen Web- und Cloud-Technologien und die diesen Technologien zugrunde liegenden Konzepte und Methoden interessierst, dann abonniere gerne unseren Kanal. Denk dran, die Glocke zu aktivieren, damit du zukünftig kein Video mehr verpasst. Ja, und was ist das nun, Docker Compose? Was hat es denn damit auf sich? Und diese Frage, die wollen wir als allererstes mal beantworten und gucken uns dann relativ zügig an, wie das Ganze funktioniert. Prinzipiell ist Docker Compose erstmal ein weiteres Werkzeug von Docker mit dem Ziel, Multi-Container-Setups einfacher verwalten zu können. Das heißt, Docker Compose brauchst du erstmal überhaupt nicht, wenn du sowieso nur mit einem Image, mit einem Container hantierst. Sobald du aber Anwendungen baust, die aus mehreren Images, aus mehreren Containern bestehen, beispielsweise weil du mit Microservices arbeitest oder weil du das Backend und das Frontend voneinander in zwei verschiedene Container trennen willst oder, dann ist Docker Compose einfach ein Hilfsmittel, was dazu beiträgt, dir die Arbeit deutlich zu erleichtern. Wechseln wir mal in den Editor, dann kann ich dir da nämlich gleich ein paar Dinge zeigen. Das grundsätzliche Prinzip ist erstmal, dass Docker Compose eigentlich erstmal ein weiteres Kommandozeilentool ist namens Docker Compose. Und das kann man auch schon direkt schön sehen, wenn wir es einfach mal aufrufen. Wir können zum Beispiel sagen Docker Compose --version und dann bekommen wir die Ausgabe, dass das eben Docker Compose Version 1.29.2 auf meinem System ist. Seit einer Weile integriert Docker das Tool Docker Compose aber auch nach und nach in das eigentliche Docker-Kommandozeilenwerkzeug unter dem Unterkommando Docker Compose, ohne Bindestrich, sondern mit Leerstelle geschrieben. Das heißt, man könnte alternativ auch Docker Compose --version aufrufen. Und dann siehst du, in diesem Fall wird tatsächlich nicht die Version ausgegeben, weil das eben an der Stelle keinen Sinn macht, weil dieses Unterkommando ja keine eigenständige Versionsnummer hat, sondern das wäre ja die Versionsnummer von dem Haupttool. Aber du siehst, du bekommst die Hilfe von Docker Compose ausgegeben. Das heißt, all die verfügbaren Kommandos und Flags und Optionen und so weiter. Und am Ende des Tages ist es ziemlich egal, was von beidem du verwendest. Docker Compose mit Bindestrich wird auch zukünftig erhalten bleiben. Und das wird über kurz oder lang einfach auf Docker Leerstelle Compose weiterleiten. Das Ganze soll auch alles weitestgehend kompatibel sein. Es gibt vielleicht die ein oder andere Kleinigkeit, die entfallen wird in dieser Überarbeitung, aber das sind so wenige Sachen und das sind, sagen wir mal, so exotische Kleinigkeiten, dass das prinzipiell nicht schlimm ist und dass das kein Drama ist. So oder so, das sieht man hier in dieser Hilfe bei Docker Compose in der Ausgabe. Also hier kommen erstmal die ganzen Flags. Ansonsten sieht man, hier gibt es schon mal eine ganze Reihe von Unterkommandos, so wie man das vom Docker-Kommando her auch kennt. Es gibt sogar einige Unterkommandos, die sind ähnlich, wie zum Beispiel hier Build oder Kill oder wir haben zum Beispiel auch Images, solche Sachen. Es gibt aber auch Kommandos, die kommen in Docker Compose vor, die sind in Docker nicht enthalten, wie zum Beispiel das Down-Kommando oder, wenn wir weiter scrollen, zum Beispiel auch das Pendant dazu, das Up-Kommando. Das heißt also, es gibt ein paar Befehle, die sind sozusagen neu. Und die anderen Befehle, die machen natürlich teilweise sehr ähnliche Sachen, deswegen heißen sie auch ähnlich. Sie unterscheiden sich aber durchaus in Details. Das heißt also, man sollte sich mit dem Kommandozeilentool schon durchaus beschäftigen. Ich werde jetzt im weiteren Verlauf wahrscheinlich Docker-Compose eingeben. Vielleicht gebe ich mal auch Docker-Leerstelle-Compose ein. Es ist, wie gesagt, zu 99,9% ist das Ganze
austauschbar. Neben diesem Kommandozeilentool bzw. der Erweiterung für das Docker-Kommandozeilentool gibt es noch eine neue Datei. Das ist eine YAML-Datei, nämlich die heißt Docker Compose YAML. Und in der werden eben alle Services, die sozusagen gemeinsam, die zusammengehören, alle Container, alle Images, die gemeinsam eine Applikation definieren, die werden in dieser Datei beschrieben und da werden die Bezüge zueinander beschrieben. Und das Ziel ist jetzt eben, dass man über Docker Compose eben ein ganzes solches Projekt starten kann, dass man eben alle Container, alle Services auf einmal starten kann und dass man auf dem Weg zum Beispiel nachher auch mehrere Instanzen von dieser Anwendung starten kann, um zum Beispiel für verschiedene Branches das Ganze machen zu können, um das für eine Dev, eine Test und eine Prod-Umgebung machen zu können oder. Und genau, und so, um das machen zu können, muss man als allererstes natürlich mal Docker Compose installieren. Und diese Installation, die ist unter macOS und unter Windows sehr, sehr simpel. Da ist es nämlich so, wenn Docker installiert ist über die Anwendung Docker Desktop, dann ist Docker Compose einfach schon da. Das heißt, da musst du gar nichts dafür machen. Es ist einfach vorhanden. Unter Linux musst du noch ein Plugin für das Docker-Kommandozeilentool herunterladen. Wie das funktioniert, also das ist sehr, sehr einfach und da ist das Beste, weil ich jetzt hier auch kein Linux-System habe, da ist das Einfachste und das Beste, wenn du dir das in der Anleitung von Docker selbst anschaust und den Link dazu sowohl für die alte Version als auch für die neue Version von Docker Compose, die dann die Integration in das Docker-Kommando hat, beide Links findest du unten in der Videobeschreibung. Das heißt, das kannst du dir da dann anschauen. So, und im Prinzip kommen wir damit zu unserem Praxisbeispiel. Wir wollen sozusagen mal ein Hallo Welt aufbauen. Und was wir jetzt haben, ist, wir haben hier ja schon mal ein Verzeichnis namens DDD Docker Compose. Und ich habe ja eben schon gesagt, wir brauchen eine Datei namens docker-compose.yaml. Das ist eine YAML-Datei, insofern ist die Dateiendung YML. Und in diese Datei, man sieht auch meinen Editor, der Atom, der identifiziert das direkt als Docker-Datei. Da wird hier dieses Docker-Symbol angezeigt und hier können wir jetzt nachher reinschreiben, wie unsere Anwendung denn strukturiert sein soll. Bevor wir unsere Anwendung großartig irgendwie strukturieren, brauchen wir natürlich eine irgendwie geartete Anwendung und wir brauchen eine, die aus mehreren Containern besteht. Und deswegen werden wir jetzt eine ganz kleine, leichtgewichtige Web-Anwendung aufsetzen, etwas sehr, sehr Simples. Und die soll aus zwei Containern bestehen, nämlich aus einem Backend-Container, der eine API bereitstellt, und einem Frontend-Container, der eine UI bereitstellt. Fangen wir mit dem Backend-Container an. Ich lege dafür ein API-Verzeichnis an. Und wenn ich dabei bin, ich kann auch schon das UI-Verzeichnis anlegen für den Frontend-Container. Und wir kümmern uns jetzt aber erstmal um diesen API-Container, um dieses API-Verzeichnis. Das Ganze werde ich in Node.js bauen, deswegen brauchen wir hier drin auf jeden Fall als erstes mal eine Package.json. Und diese Package.json, das ist ja sozusagen so die Projektkonfigurationsdatei von Node. Wenn du dich mit Node nicht auskennst, ist das überhaupt kein Problem an der Stelle. Es wird so einfach sein, ich werde das Ganze so simpel halten, dass auch wenn du Node nicht kennst, dass du dem problemlos folgen kannst. Es sind nur wenige Zeilen. Zunächst mal geben wir unserem Modul, was wir hier bauen, unserem Backend, geben wir einen Namen. Ich nenne das Ganze API. Das Ganze bekommt eine Versionsnummer. Das ist die Version 1.0.0. Das sind die beiden Pflichtfelder in der Package.json. Und darüber hinaus werden wir einen Dependencies-Abschnitt haben, wo wir die Abhängigkeiten installieren und hinterlegen, die eben für diese Anwendung gebraucht werden. Und das mache ich jetzt auch direkt im nächsten Schritt. Ich wechsle also schon mal in den API-Ordner und führe dort npm install aus. Npm ist der Node Package Manager, damit installiere ich Abhängigkeiten nach. Und ich installiere das Course-Modul, damit wir nämlich aus dem Frontend auf ein Backend zugreifen können, was von einer anderen Domain kommt. Das ist dann ein Cross-Domain-Zugriff und das können wir über Cross-Origin Resource Sharing, kurz Course, sehr elegant lösen. Zum Zweiten haben wir Express. Das ist eine API, ein API-Werkzeug, womit wir einfache APIs definieren können. Und wir möchten ein bisschen Logging haben und dafür nehmen wir den Logger namens Flaschenpost. So, und die drei installiere ich jetzt. Und die wirst du gleich sehen, die tauchen dann oben in dem Dependencies-Abschnitt auf. Während die Installation da jetzt läuft, es dauert einen kleinen Augenblick, während die Installation da jetzt läuft, das dauert tatsächlich unerwartet lange heute. Normalerweise geht das deutlich schneller, aber ja, okay, es ist durch. Du siehst jetzt hier oben sind die drei Abhängigkeiten eingetragen, und zwar welche Module brauche ich denn,
und in welcher Version brauche ich denn diese Module. So, und das ermöglicht mir jetzt meine Anwendung zu schreiben, die eben diese Module verwendet. Und dafür lege ich noch eine Datei an namens app.js. Das ist sozusagen die Haupteinstiegsdatei, wo jetzt der eigentliche Node-Code reinkommt. Zunächst mal, weil es JavaScript ist, schalten wir in den Strict-Mode, damit die JavaScript-Laufzeitumgebung, also sprich Node.js, das Ganze ein bisschen strikter handhabt und uns gewisse Dinge verbietet, wie zum Beispiel, dass wir keine globalen Variablen definieren können, weil globale Variablen einfach keine gute Idee sind. Als nächstes müssen wir die Module, die wir installiert haben, über npm erstmal laden. Das heißt, wir laden das Course-Modul, wir laden das Express-Modul, wir laden die Flaschenpost, die hat eine geringfügig andere Syntax. Was es mit dieser Syntax auf sich hat, das führt jetzt an der Stelle zu weit, ist auch nicht so wichtig. Im Grunde genommen kannst du einfach davon ausgehen, wir haben hier also eine Referenz auf Course, hier haben wir eine Referenz auf Express und hier haben wir eine Referenz auf Flaschenpost. Und wir brauchen außerdem noch ein Modul, nämlich das HTTP-Modul. Das haben wir nicht über npm installiert, sondern das bringt Node von Haus aus mit sich. So, und damit haben wir alle Bausteine sozusagen beisammen, die wir brauchen und können jetzt uns das Grundgerüst für eine Anwendung schreiben. Der erste Schritt besteht darin, dass wir uns eine Instanz des Loggers holen, dass wir also Flaschenpost-Get-Logger aufrufen, um Log-Ausgaben machen zu können. Und der nächste Schritt besteht darin, dass wir mit Express eine API definieren. So, und diese API, um die kümmere ich mich als letztes, da kommen nachher Routen dran und da muss Course registriert werden und so weiter. Wenn wir das haben, dann können wir uns einen HTTP-Server aufbauen mit HTTP-Create-Server, in den wir die API als Parameter übergeben. Und zu guter Letzt sagen wir schließlich noch Server-Listen. Das heißt, wir rufen die Listen-Funktion auf, um den Server auf einen bestimmten Port auszuführen. Diesen Port könnten wir vorher noch festlegen in einer Variablen. Das soll Port 3000 sein. Und dementsprechend können wir dann hier sagen, wir haben Server-Listen-Port. Und damit wir wirklich auch irgendwie sehen, dass da was passiert ist, geben wir noch einen Callback mit an. Der wird aufgerufen, sobald diese Bindung an diesen Port erfolgt ist. Und wir sagen dann logger.info Server started und wir geben den Port als Metadaten mit. Das heißt, der Logger gibt das Ganze dann entsprechend aus. So, jetzt fehlt nur noch die Implementierung unserer API, was die eigentlich machen soll. Und dafür definieren wir eine Route. Das heißt, wir sagen auf der Root-Route, wir implementieren jetzt keine Unterrouten, sondern es wird wirklich was sehr, sehr Simples sein. Auf der Root-Route gibt es also einen Einstiegspunkt sozusagen. Da kommt ein Request rein, da schicken wir eine Response zurück. Und wenn das passiert, dann möchten wir gerne über die Response JSON zurücksenden. Und zwar ein Objekt, was eine Now-Property enthält. Und da soll einfach Date Now drinstehen. Als Zeitstempel Date Now liefert die Anzahl der Millisekunden seit dem 1. Januar 1970. Das heißt, das hier ist ein JavaScript-Ausdruck. Das können wir uns auch ganz kurz auf der Kommandozeile einmal ansehen. Wenn ich hier Node starte und Date Now aufrufe, dann sieht man, das ist eben hier eine Anzahl von Millisekunden. Und wenn ich das wiederholt aufrufe, dann sieht man, der Wert steigt nach und nach. Also nichts Besonderes. So, und das Einzige, was jetzt noch fehlt, damit ist unsere API eigentlich fast schon fertig. Das Einzige, was jetzt noch fehlt, ist, dass wir hier eben Course aktivieren müssen, damit auch der Cross-Domain-Zugriff funktioniert. Das heißt, wir sagen hier API use Course. So. Und damit ist unsere API fertig und die können wir einmal testen. Und das machen wir, indem wir einfach hier sagen Node App.js und dann sieht man, wir bekommen die Ausgabe Server started. Hier steht auch, dass das Ganze auf Port 3000 stattgefunden hat. Wir bekommen die Ausgabe, auf welchem Device das Ganze läuft, also auf welchem Server oder auf welcher Maschine. Wie der Pfad zu meiner App.js ist. Hier sieht man, dass es also mein User ist und dass wir uns in einem Verzeichnis DDD Docker Compose befinden, Developers Deep Dive, Docker Compose und so weiter, Datum und Uhrzeit, Prozess-ID und noch einige andere Ausgaben. So, das scheint also zu funktionieren und dass die Route funktioniert, davon gehe ich jetzt einfach mal aus. Dabei kann man ja eigentlich kaum etwas falsch machen. Der nächste Schritt besteht nun darin, dass wir ein Docker-File anlegen und dass wir es ermöglichen, dass diese API in ein Docker-Image verpackt wird. Das heißt, wir brauchen ein Docker-File. Das haben wir uns ja in den vorherigen Videos ausführlich angeschaut, wie das funktioniert. Das heißt, wir sagen jetzt hier, wir basieren auf dem Node 16.13.0-Image, was wiederum auf Alpine Linux basiert, damit es schön klein ist. Und wir verwenden als User den Node-User. Setzen dementsprechend direkt auch das
Work-Verzeichnis auf Home Node. Also das heißt, wir arbeiten nicht mit dem Root-User, sondern wir schränken die Rechte von vornherein etwas ein. Und wir gehen jetzt hin und kopieren mit diesem oder für diesen Benutzer und für die zugehörige Gruppe, kopieren wir jetzt zunächst die Package-JSON in das aktuelle Verzeichnis. Und das aktuelle Verzeichnis ist ja jetzt hier dieses Home-Node-Verzeichnis. Und genau das Gleiche machen wir für die Package-Log-JSON. Das ist eine interne Verwaltungsdatei von Node. Wie du siehst, die gibt es hier in meinem Dateibaum. Die ist angelegt worden, als ich npm-install ausgeführt habe. In dem Docker-Image wollen wir nun npm-install ausführen. Wir beschränken uns dort auf die Production-Dependencies, die wirklich für die Ausführung der Anwendung erforderlich sind. Wir haben aktuell gar keine anderen, also keine Dev-Dependencies, aber sicherheitshalber schreibe ich das mal mit dazu. Und dann kopieren wir die komplette Anwendung eben noch einmal drüber, dass auch die App.js da ist und so weiter. Und wir hinterlegen zu guter Letzt noch das Kommando, was ausgeführt werden soll. Das heißt, wir sagen hier Node App.js bitte ausführen, um diese Anwendung zu starten. So, und das ist unser Docker-File. Falls du dich jetzt wunderst, warum ich das hier so etwas umständlich vermeintlich mache, mit mehreren Kopiervorgängen, zumal ja das Kopieren des aktuellen Verzeichnisses die Package-JSON und die Package-Log-JSON enthalten sollte, und also warum ich das so etwas merkwürdig auseinandergezogen habe, da geht es um die Optimierung des Builds, dass dieser Build eben möglichst wenig Zeit braucht. Das hat was mit der Caching-Strategie zu tun, die Docker unter der Haube anwendet. Falls sich da die Details interessieren, das ist zum Beispiel etwas, was du in dem fortgeschrittenen Video von uns zu Docker eben entsprechend lernst, was wir dort erklären, warum man das machen sollte, wie das funktioniert, was die Hintergründe sind und so weiter. So, jetzt fehlt nur noch eine Kleinigkeit, nämlich was ich verhindern möchte. Ich führe ja hier npm-install in dem neu zu bauenden Image aus. Und was ich nun möchte, ist, dass dieser Node-Modules-Ordner nicht mit hineinkopiert wird, weil sonst würde ja dieser Node-Modules-Ordner, den ich dann hier reinkopiere, das, was ich im Image gemacht habe, direkt wieder überschreiben. Und deswegen brauche ich noch eine weitere Datei, .docker-ignore. Da kommen alle die Pfade rein, die sozusagen ausgeschlossen werden sollen, die nicht benötigt werden und die nicht Teil dieses Images werden sollen. Und das sind im Wesentlichen der Git-Ordner. Das ist immer sinnvoll, den auszuschließen, auch wenn wir jetzt hier an der Stelle gerade gar keinen haben. Und der Node-Modules-Ordner. Gegebenenfalls, wenn man die hat, will man vielleicht auch noch Tests ausschließen oder Ähnliches. Aber das ist schon okay an der Stelle. Wir haben ja auch keine Tests. So, jetzt können wir einmal ausprobieren, ob dieses Image, ob das funktioniert. Das heißt, wir gehen hin und sagen Docker Build prinzipiell Punkt, also das aktuelle Verzeichnis. Ich kann jetzt aber, damit ich auf dieses Image besser zugreifen kann, tagge ich das noch, nämlich mit dem Namen API. So, und das führen wir jetzt einmal aus. Jetzt wird entsprechend das Image für Alpine Linux, also für Alpine Linux mit Docker, mit Node, wird heruntergeladen. Auch das dauert natürlich jetzt einen kleinen Augenblick. Und dann wird das Ganze entsprechend gebaut. Das Internet ist heute tatsächlich sehr, sehr langsam. Verstehe ich nicht, das geht normalerweise um Welten schneller. Ich hoffe, dass das jetzt bei der Aufzeichnung kein Problem ist, weil wir das gerade live streamen an eine Plattform, die das Ganze aufzeichnet. Aber gut, das werde ich am Ende sehen, ob es funktioniert hat oder nicht. Nachdem das gemacht ist, also nachdem der gleich fertig ist, das Gute ist ja auch, das Image muss nur einmal heruntergeladen werden. Und wenn es einmal lokal vorliegt, dann wird es für weitere Bildvorgänge einfach weiterverwendet. Jetzt muss natürlich npm-install auch nochmal laufen. Auch das hat ja eben eine Zeit gebraucht. Das ist wirklich seltsam, dass das so langsam läuft. Nun gut, warten wir einfach kurz ab. Und wenn ich das jetzt gleich gemacht habe, dann werden wir sehen, dass ich ein Image lokal vorliegen habe, was ich mir dann über Docker-Images erstmal anzeigen lassen kann. Und neben diesem Docker-Images, wenn ich es dann sehe, dass es da ist, dann kann ich auch mal versuchen, das Ganze zu starten. Und das machen wir jetzt. Also gebaut wurde es. Wir rufen einmal Docker Images auf. Wir sehen, das API Image ist da. Es ist vor 6 Sekunden gebaut worden. Es ist 125 Megabyte groß. Und wenn wir jetzt versuchen, das Ganze zu starten, dann mache ich das direkt als im Hintergrund, also im Detached Mode, insofern minus D, weil Node selbst nicht in der Lage ist, als PID-1-Prozess vernünftig zu arbeiten, gebe ich das Init-Flag mit. Ich mache ein Port-Forwarding, dass wir von außen drankommen, von dem Port 3000 meiner Hostmaschine auf Port 3000 in dem Container. Und ich gebe dem Container noch einen Namen. Ich nenne ihn auch API, damit ich ihn eben einfacher nachher zum Beispiel beenden kann. Also das ist dieses hier.
Und ich muss natürlich den Image-Namen angeben. Das heißt, ich sage auch hier API. So, wenn wir das jetzt machen, dann sieht das Ganze erstmal gut aus. Wir können das mal mit Docker PS überprüfen. Scheint zu laufen. Und wenn wir jetzt mal einen Curl machen auf HTTP localhost 3000, dann sieht man, kommt die entsprechende JSON-Ausgabe zurück. Nicht wundern über dieses Prozentzeichen, was hier noch hinten dran hängt. Dieses Prozent wird von meiner Shell eingefügt, um anzuzeigen, da ist ein künstlich von der Shell eingefügter Zeilenumbruch vorhanden, weil die JSON-Ausgabe, die endet tatsächlich mit der geschweiften Klammer und damit die Eingabeaufforderung nicht mitten in der Zeile hängt, deswegen fügt die Shell einen Zeilenumbruch ein und das wird eben durch dieses Prozent symbolisiert. So, also das heißt, unser Backend ist fertig, unsere API läuft und dementsprechend können wir jetzt hingehen und die auch wieder beenden. Das heißt, wir schießen sie einmal mit kill ab und wir entfernen den Container einmal mit Docker RM. Und klar, das sollte natürlich nicht UI heißen, sondern das sollte API heißen. So, und damit ist das Ganze jetzt entfernt. Jetzt brauchen wir eine UI, die auf dieses Backend zugreift. Diese UI wird viel, viel, viel einfacher werden, also die ist wesentlich weniger komplex. Der Grund, wird sich gleich zeigen, ich habe hier zwei sehr unterschiedliche Ansätze gewählt, um das Frontend und das Backend zu bauen und warum, das wird gleich klar. Das heißt, für dieses UI, für dieses Frontend brauchen wir als allererstes mal eine Index-HTML-Seite. Das ist ja das Wesentliche für ein Web-Frontend. So, und dann sagen wir, das ist HTML5, also Doctype-HTML. Wir haben natürlich das HTML-Tag, das Öffnende und das Schließende. Wir haben einen Head, einmal öffnend und einmal schließend. Wir haben einen Body, einmal öffnend und einmal schließend. Und dann können wir da jetzt noch ein bisschen Inhalt reinbringen. Zum einen haben wir im Head einen Title. Auch da öffnen das und schließen das Tag und könnten das Ganze zum Beispiel Docker Compose Demo nennen. Und wir haben einen Body und in diesem Body, was ich jetzt vorhabe, ist, ich will, dass die Zeit vom Server abgerufen wird, dass die auf dem Client als Datum geparst wird und dass das einfach im 1-Sekunden-Rhythmus sozusagen regelmäßig angezeigt wird und aktualisiert wird. Und dafür gehen wir hin und sagen, wir haben also hier ein Div mit der ID Now, indem wir das Ergebnis anzeigen wollen und wir brauchen nun noch ein Skript, was wir regelmäßig, also einmal in der Sekunde ausführen können und was dann eben sozusagen hier an diese Stelle, die ja initial leer ist, wo die dann das entsprechende Datum hinschreibt. Es geht jetzt nicht darum, dass das Ganze besonders schön ist oder dass es besonders sinnvoll ist, es ist einfach nur ein kleines Beispiel, damit wir eine gewisse Kommunikation von Frontend zu Backend haben. So, das Erste, was wir machen, ist, wir holen uns eine Referenz auf dieses Div, damit wir das einmal sozusagen haben und dann immer wieder verwenden können. Und das machen wir mit dem Document Query Selector. Und wir sagen, wir hätten gerne eine Referenz auf das Now-Element, also auf das Div mit der ID Now. Der nächste Schritt ist, jetzt wollen wir das ja sekündlich ausführen. Das heißt, wir sagen SetIntervall. SetIntervall nimmt zwei Parameter entgegen. Einmal einen Callback und einmal die Zeit in Millisekunden, wie oft dieser Callback laufen soll, also einmal pro Sekunde. Und dann sagen wir, wir rufen mit Fetch, rufen wir das Backend auf. Das heißt, wir gehen auf HTTP localhost 3000, bekommen eine Response zurück. Diese Response müssen wir aber noch als JSON verarbeiten. Dafür rufen wir an dem Response die JSON-Funktion auf. Auch die müssen wir mit Await erwarten. Und dann bekommen wir das geparste JSON-Objekt zurück. Und weil ich da ja nur die Now-Property haben will, destructure ich das Ganze gleich und bekomme hier die Now-Property. So, jetzt können wir hingehen. Jetzt haben wir diesen Zahlenwert, diese Anzahl der Millisekunden und können jetzt sagen, $now.innerText ist gleich new date von now. Das heißt, wir werden in den Date-Konstruktor stecken wir die Anzahl der Millisekunden rein und das wiederum macht ein human-readable date aus dem Ganzen. Es fehlt zu guter Letzt eigentlich nur noch eine letzte kleine Kleinigkeit, nämlich ein bisschen CSS möchte ich noch draufpacken, einfach ein bisschen Styling, damit das Ganze nachher nicht ganz furchtbar hässlich aussieht. Und dafür brauchen wir im Head noch einen Style-Block. Das heißt, wir gehen auch hier hin und öffnen das und schließen das Tag. Wir haben den Body, den wir ein bisschen stylen müssen und wir haben dieses Now-Div, was wir ein bisschen stylen müssen. Bei dem Now-Div ist es relativ simpel, da sagen wir einfach die Font-Family soll sans serif sein, damit wir nicht Times New Roman, sondern Arial oder Helvetica oder irgendwas in der Richtung bekommen. Und die Font Size, die soll ein bisschen größer sein als die Standardgröße. Probieren wir mal 2 EM.
Beim Body ist es so, ich möchte, dass dieses Now zentriert erscheint, und zwar zentriert, sowohl horizontal zentriert als auch vertikal zentriert. Und das ist am einfachsten zu erreichen über Flexbox. Das heißt, wir müssen hier sagen, der Body ist ein Flex-Container und wir machen ein Ally-Items-Center und wir machen, hoppla, da fehlt ein Semikolon, und wir machen ein Justify-Content-Center. Damit das greift, also horizontal würde jetzt funktionieren, vertikal noch nicht, weil der Body nur so hoch ist wie sein Inhalt. Das heißt, wir müssen den Body jetzt künstlich auf die volle Höhe des Viewports aufziehen und wir können ihn dann bei der Gelegenheit auch sicherheitshalber auf die volle Breite des Viewports setzen, und das machen wir mit Width ist 100 VW und Height ist 100 VH. VW, VH sind CSS-Einheiten für die View-Width bzw. die View-Height. Stelle ich immer wieder fest, sind vielen Entwicklerinnen und Entwicklern nicht bekannt, sind aber extrem praktisch, gerade für sowas, wo ich zum Beispiel etwas auf vollflächig auf den sichtbaren Bereich aufziehen möchte. So, und jetzt sind wir im Grunde genommen so weit, dass wir das Ganze starten können, dass wir das Ganze in ein Docker-Image verpacken könnten, aber da ist es jetzt so, ich könnte ja, und das ist das, wo ich vorhin gesagt habe, es gibt zwei unterschiedliche Wege. Bei meiner API habe ich jetzt ein eigenes Docker-File geschrieben, wo ich ja auch tatsächlich Befehle ausführe. Bei der UI würde es im Grunde genommen genügen, einen fertigen Webserver, sowas wie Apache oder Nginx oder was es da eben sonst noch so gibt, zu nehmen und dort einfach die Dateien, also die Index.html, die ich habe, als Volume sozusagen hineinzumounten. Und genau das machen wir einmal. Das heißt, ich gehe zum einen hin und starte die API nochmal. Das heißt, wir lassen die nochmal im Hintergrund laufen, die muss schließlich da sein. Und der zweite Punkt ist, wir machen ein weiteres Docker-Run. Das Ganze soll auch wieder detached im Hintergrund passieren. Ich werde jetzt gleich den Nginx verwenden. Das heißt, wir sagen hier, wir brauchen Port-Forwarding. Nehmen wir Port 4000, was auch intern auf Port 80 weitergeleitet wird. Das Ganze nennen wir UI. Und ich nehme Nginx in der Version 1.21.5-Alpine. Das war die Version von Nginx, die aktuell war, als ich dieses Video aufgenommen habe. Jetzt fehlt noch eine letzte Sache, nämlich ich muss das Volume ja noch einklinken. Das heißt, wir sagen hier minus V, Dollar, PWD, das liefert mir das Working, das, also PWD steht für Print Working Directory, das liefert mir das aktuelle Arbeitsverzeichnis slash UI. Damit erspare ich mir, den kompletten absoluten Pfad hinschreiben zu müssen. Und das Ganze soll gemountet werden auf User, Share, Nginx, HTML und idealerweise sogar als Read-Only, weil es gibt keinen Grund, warum sich daran irgendwas zur Laufzeit ändern sollte. So, und wenn wir das jetzt starten, dann bekommen wir natürlich auch wieder gesagt, ja, sorry, hier Nginx ist irgendwie nicht da. Jetzt ging das Ganze deutlich schneller. So sollte das eigentlich gehen mit dem Internet. Und jetzt können wir erstmal sagen, wir machen mal ein Curl auf Localhost 4000. Damit sehen wir erstmal, dass es nicht funktioniert hat. Das heißt, irgendwo habe ich einen Fehler gemacht und das wird wahrscheinlich bei diesem Aufruf hier gewesen sein. Also docker run minus d minus p 4080 minus v user share nginx html, das ist auch der richtige Pfad, soweit ich das sehe, read only name ui und nginx. Mal gucken wir, also gestartet sein muss er ja, weil das ist ja, vielleicht war er noch nicht so weit. Nochmal kurz, nein, das ist nicht das Problem. Ich bekomme einen 403. Das ist sehr seltsam. Das ist nämlich jetzt tatsächlich nicht das, was ich erwartet hatte. Und da, okay, gucken wir uns das Ganze mal an. Wir können mal bei Docker PS, wir können mal hier gerade reinschauen in das UI, in den UI-Container, ob wir da irgendwelche Logs haben, wo was vielleicht irgendwie Aufschluss geben könnte. Und da bekommen wir hier gesagt, Directory Index of User Share Nginx HTML is forbidden. Das heißt, das heißt, das klingt so, wie wenn die Index HTML explizit angegeben werden müsste, dass das Auflisten von diesem Verzeichnis nicht gültig wäre. Und da bekommen wir jetzt ein Not Found. Vielleicht ist das Einfachste, wenn wir kurz mal in den Container einsteigen, gucken, ob das Mounten des Volumes überhaupt funktioniert hat. Irgendwie habe ich da gerade das Gefühl, dass das nicht da gelandet ist. Ich weiß, was das Problem ist. Ja, logisch. Und zwar, ich habe das Ganze ja so gestartet. Ich hole mir den Befehl noch mal kurz her.
Ich habe ja einen Docker Run aufgerufen, habe dann gesagt, als Volume möchte ich das aktuelle Verzeichnis, also PWD, nehmen, /UI. Und das ist richtig, wenn ich in dem DDD Docker Compose bin. Aber ich bin ja nicht in Docker Compose, sondern ich bin in API. Das heißt, ich versuche aus dem API, und hier sieht man auch, wurde ein Unterverzeichnis UI angelegt, was natürlich leer ist. Und dann kann natürlich auch kein Directory Listing funktionieren und Ähnliches. Und das ist des Rätsels Lösung. Das heißt, wir schießen diesen Container ab und wir entfernen ihn auch direkt, machen das, werfen hier dieses leere, unnötige UI-Verzeichnis weg und gehen jetzt eine Ebene nach oben in DDD Docker Compose und sagen nochmal Docker Run mit dem Nginx. Jetzt ging das Ganze viel schneller, weil das Image ja schon heruntergeladen war. Und wir versuchen nochmal unser Curl Localhost 4000. Und naja, so ist das viel besser. Jetzt bekommen wir den Quellcode ausgeliefert. Und wir können uns das Ganze im Prinzip auch einmal im Browser anschauen, um mal zu sehen, ob das Ganze auch im Browser richtig funktioniert. Dafür müssen wir kurz einmal das Fenster wechseln und ich muss ein anderes Fenster freigeben. Und das ist jetzt in diesem Fall ein Browserfenster. Und wir greifen jetzt hier einfach mal auf Localhost 4000 zu. Und dann sehen wir, da oben steht Docker Compose Demo. Und wir sehen, irgendeinen Fehler gibt es darüber hinaus aber auch noch. Wir bekommen nämlich noch ein Fail to Load Resource. The server responded with a status of 404. Await is only valid. Das klingt mir gerade ehrlich gesagt etwas seltsam. Also irgendwie ist gerade der Wurm drin bei meinem Beispiel. Ah, ja, okay, Punkt 1, das zeige ich gleich, wenn wir wieder im Editor sind. Ich habe vergessen, auf oberster Ebene noch ein Async anzugeben. Ah, und wenn man das macht, dann funktioniert es auch. Und jetzt sehen wir, wird hier die Zeit sekündlich aktualisiert. Und wenn wir hier einmal in den Network Inspector gucken, dann sehen wir auch hier im Sekundentakt, dass eben Requests an Localhost geschickt werden über Fetch und dass hier entsprechend der aktuelle Date-Now-Zeitstempel sozusagen geholt wird. Also von daher, das funktioniert soweit, war ein bisschen holprig, dahin zu kommen, aber prinzipiell funktioniert das. Das heißt, wir können wieder in den Editor zurückwechseln und können uns angucken, wie das Ganze dort weitergeht. Was gefehlt hat, war hier dieses Async-Keyword, weil das Await darf ich in JavaScript nur verwenden in einer Funktion, die ihrerseits wiederum als Async markiert ist. Und das hatte ich hier bei dem Set-Intervall schlicht und ergreifend vergessen. Also langer Rede, kurzer Sinn. Wir haben jetzt zwei Container. Das können wir noch mit Docker PS noch mal kurz angucken. Wir haben jetzt also zwei Container, die prinzipiell das tun, was sie tun sollen. Der eine, den bauen wir wirklich von Hand. Bei dem anderen verwenden wir einen vorgefertigten externen Container, der einfach nur als Volume die Daten reinbekommt. Und beide beenden wir jetzt. Das heißt, wir machen einmal ein Kill-API und RM-API und wir machen ein Kill-UI und RM-UI. Und jetzt haben wir also eine Anwendung, die aus zwei Containern besteht. Und das könnten wir ja jetzt mit einem Docker-Compose-File mal versuchen zu vereinfachen. So, und der erste Schritt dafür ist, dass wir diese Docker-Compose-YAML anlegen. Das haben wir ja schon gemacht. Und jetzt gehen wir hin und sagen erstmal, diese Compose-YAML hat eine Version. Und diese Version, die ist sinnvoll anzugeben, die entspricht leider nicht der Version von Docker bzw. der Version von Docker Compose, sondern das ist eine unabhängige Versionierung dieses Dateiformats. Und zwischen diesen Versionen, da ändern sich immer so ganz geringfügig Kleinigkeiten. Das heißt, es ist schon sehr sinnvoll, das anzugeben. Es ist inzwischen, wenn ich das richtig im Sinn habe, nicht mehr verpflichtend, aber es empfiehlt sich trotzdem, das Ganze zu machen. Und wichtig, und das ist etwas, ich persönlich bin überhaupt kein Freund von dem YAML-Format, man schreibt hier 3.9 hin. Ganz, ganz wichtig ist, an die Anführungszeichen zu denken, weil das nämlich ansonsten nicht als String interpretiert wird, sondern als Kommazahl. Da kann man jetzt sagen, ja, ist ja logisch, weil da steht ja auch eine Kommazahl. Ja, aber wenn ich zum Beispiel eine dreistellige Versionsnummer habe, sowas wie 1.2.3, dann ist es eben ein String, weil eine Zahl ja keine zwei Kommas enthalten kann. So ist es aber ein Number und kein String. Und also ich persönlich finde das sehr gefährlich immer bei YAML, dass es führt schnell zu Missverständnissen. Insofern gebt einfach die Quotes an bei Strings und an der Stelle zumindest, wo ihr Zahlen hinschreibt. Und damit geht er auf Nummer sicher. So, und was wir jetzt in diesem Compose-File machen, ist, wir definieren eine Reihe von Services. Und tatsächlich haben wir zwei Services, die wir definieren wollen, nämlich einmal das Backend und einmal das Frontend. Und diesen Services geben wir Namen.
Wie wir die benennen, ist im Grunde genommen völlig beliebig. Das können wir machen, wie wir wollen. Aber es bietet sich natürlich an, hier API und UI anzugeben. Und auch, hoppla, und auch da sollte man vielleicht nochmal eine Leerzeile einfügen, um das ein bisschen zu strukturieren. So, und jetzt müssen wir sagen, wenn diese beiden Services gestartet werden sollen, wo kommen die denn her? Also der API-Service, der muss ja gebaut werden. Da haben wir ja ein eigenes Docker-File für geschrieben. Und deswegen geben wir hier Build an und den Pfad zum Docker-File. Das heißt, wir sagen ./API. Diese Pfade, die wir hier angeben, die sind immer relativ zum Docker-Compose-File. Das heißt, da das Docker-Compose-File oberhalb von API und UI liegt, muss es eben hier mit ./API angegeben werden. Und wenn wir das Ganze nachher starten, dann wollen wir natürlich auch noch Ports definieren. Und diese Ports, das ist eine Liste. Und da sagen wir, wir nehmen den Host-Port 3000 und forwarden den auf den Container-Port 3000. So, und das ist schon die ganze Definition von dem API-Service, von dem Backend. Im Frontend sieht das Ganze ähnlich, aber ein bisschen anders aus. Dort haben wir nämlich keinen Build, den wir angeben können, weil wir bauen es ja nicht selber. Sondern stattdessen geben wir ein Image an, und zwar das Image Nginx in der Version 1.21.5-Alpine. Das heißt, an der Stelle sagen wir jetzt Docker Compose, also dass es eben kein Image erst bauen muss, sondern dass es einfach ein fertiges Image laden kann. Und auch hier haben wir ein Port Forwarding, das heißt, wir haben hier Port 4000 auf Port 80 an der Stelle. Und wir haben jetzt außerdem noch Volumes, die wir einklinken wollen. Und jetzt ist ja so ein bisschen der Punkt, haben wir ja eben gesehen, ich habe mich auf der Kommandozeile, ich habe dieses PWD-Kommando in der Subshell verwendet, um den aktuellen Pfad als absoluten Pfad zu bekommen. Und das ist eben erforderlich, weil Docker Run auf der Kommandozeile erfordert, wenn ich mit -v ein Volume angebe, dann muss der Pfad zum Host-Verzeichnis als absoluter Pfad wirklich vom Root-Verzeichnis ausgehend angegeben werden. Das ist natürlich jetzt in einem Docker-Compose-File ziemlich unpraktisch, weil dieses Docker-Compose-File, das möchte ich ja nachher vielleicht in meine Versionsverwaltung einchecken. Das will ich ja mit Kolleginnen und mit Kollegen teilen. Und die haben ja eine andere Ordnerstruktur auf ihrem System als ich. Das fängt ja schon damit an, dass bei mir, wenn wir nochmal kurz reingucken in PWD, was da ausgegeben wird, dass da mein Benutzername drinsteht. Und der wird ja nun definitiv bei jemand anderem auf dem System anders lauten. Und sehr, sehr praktisch in Docker Compose ist an der Stelle, dass wir hier hingehen können und sagen können, wir geben einen relativen Pfad an. Und Docker Compose kümmert sich unter der Haube selbstständig darum, daraus einen absoluten Pfad zu machen. Das heißt, wir sagen hier einfach, so wie wir es eigentlich auf der Kommandozeile auch gerne sagen wollen würden, dass wir ausgehend vom Docker Compose-File einfach in den UI-Ordner gehen. Und wo das Docker Compose-File liegt, das kann Docker Compose ja bitte selber herausfinden. Und das entsprechend mit dem absoluten Pfad prefixen. Ja, und dann ist die Syntax ansonsten genau dieselbe. Das heißt, wir wollen das Ganze auf User, Share, Nginx, HTML und zwar als Read-Only. So, und das ist im Prinzip schon das Docker-Compose-File, was wir jetzt an der Stelle brauchen, was uns auch genügen würde. Jetzt gibt es noch eine Kleinigkeit, nämlich, das ist an der Stelle jetzt nicht zwingend notwendig, aber es ist hilfreich zu wissen, manchmal basieren Container ja aufeinander. Das heißt, der eine Container, ich habe zum Beispiel einen Container, der stellt die Datenbank zur Verfügung und ich habe einen anderen Container, der versucht, sich auf die Datenbank zu verbinden. Das wäre jetzt im Prinzip hier, ich habe die API und ich habe den UI-Container und aus dem UI-Container wird nachher vielleicht versucht, sich auf die API zu verbinden. Das heißt, es wäre ja schlau, wenn der Container, auf den man sich verbinden möchte, wenn der nachher eben auch zuerst gestartet würde und wenn da eben so ein bisschen so eine Abhängigkeit klar wäre, dass Docker Compose die Container oder die Services nicht einfach der Reihe nach startet und man dann halt erstmal in mehrere fehlschlagende Connects oder Connect-Versuche reinläuft, bis es dann irgendwann klappt. Und dafür kann man sagen, depends on. Und da kann man jetzt sagen, von welchen anderen Services hängt dieser Service denn ab? Und damit ist jetzt eben klar, dass Docker Compose den UI-Service erst startet, nachdem der API-Service gestartet wurde. Und das kann natürlich beliebig komplex werden im Prinzip. So, und damit haben wir unser Docker Compose-File prinzipiell vorbereitet. Und wenn wir das Ganze jetzt mal starten wollen, wenn wir unseren Verbund von Containern starten wollen, dann brauchen wir jetzt das Docker Compose-Kommando. Und das Docker Compose-Kommando, um mehrere Container zu starten, nennt sich Docker Compose Up.
Wenn ich jetzt Enter drücken würde, ich mache es jetzt nicht, dann würde ich Ausgabe auf die Kommandozeile bekommen. Das wäre quasi das Pendant zu dem -IT bei Docker Run mit dem interaktiven Modus, wo ich dann Ctrl-C drücken kann. Ich gehe jetzt aber stattdessen hin und gebe direkt an -D für den Detached Mode. Ich möchte, dass Docker Compose das entsprechend im Hintergrund startet. So, und jetzt sehen wir auch wieder ein bisschen Ausgabe. Das dauert jetzt einen Augenblick. Und wir bekommen jetzt, wenn wir da einmal durchgehen, bekommen wir also gesagt, erstmal Creating Network, DDD, Docker Compose Default with a Default Driver. Das heißt, da wird also ein virtuelles Netzwerk angelegt im Hintergrund. Jetzt kommt als nächstes die Ausgabe Building API. Das heißt, da wird dann jetzt entsprechend, hat er jetzt festgestellt, da muss was gebaut werden. Da wird dann jetzt dieses Image gebaut. Aber wir sehen hier, da sich an unserem Image ja seit dem letzten Bauen nichts verändert hat, werden hier die ganzen gecachten Layer verwendet. Auch da wieder der Verweis auf unser fortgeschrittenes Docker-Video. Da wird erklärt, wie das im Detail mit dem Caching funktioniert. Deswegen ging das jetzt auch relativ flott. Und dann wird eben gesagt, dass wir hier jetzt die beiden, dass jetzt die beiden Container erzeugt werden und dass das Ganze abgeschlossen ist. Wenn wir jetzt einmal gucken wollen, wie das aussieht, dann können wir sagen, entweder Docker PS, dann sehen wir einfach hier, dass zwei Container gestartet worden sind. Wir sehen, dass die Port Forwardings eingerichtet worden sind. Wir sehen als Name, dass hier ein Kompositum geschaffen wurde, und zwar aus dem Verzeichnisnamen, in dem wir uns befinden, und dem Namen des jeweiligen Containers. Und es wird noch eine 1 dran gehängt, weil man kann bei Docker Compose Up auch noch den Parameter --scale angeben und kann damit sagen, ich möchte bestimmte Services mit mehr als einer Instanz starten. Ja, und damit haben wir das Ganze am Laufen. Alternativ kann ich auch Docker Compose PS sagen. Und dann sieht man, bekommt man eine etwas andere Ausgabe. Das heißt, Docker Compose weiß, was gerade sozusagen läuft und kann das entsprechend auch ausgeben. Wenn ich jetzt so einen, ein laufendes Etwas, wenn ich das jetzt beenden möchte, dann sage ich Docker Compose Stopp oder ich sage Docker Compose Kill. Also das ist auch wie bei Docker an sich. Nachdem ich einen Container mit Docker Run gestartet habe, kann ich den ja mit Docker Stopp oder mit Docker Kill beenden. Bei Docker Compose gibt es auch beides. Docker Compose Stopp versucht einen Graceful Shutdown. Docker Compose Kill schießt die Container einfach hart ab. Ich habe in dem Docker-Einführungsvideo schon gesagt, ich persönlich bevorzuge Kill, weil zum einen Container sowieso in der Lage sein sollten, damit zurechtzukommen, dass ihnen einfach sozusagen der Strom weggenommen wird und sie einfach schlagartig beendet sind. Das sollte die Anwendung nicht irgendwie in größerem Stil aus dem Konzept bringen. Und Kill geht einfach um Welten schneller. Von daher kann ich das jetzt machen. Und dann sehen wir, okay, die beiden Container werden abgeschossen. Und das ging jetzt auch relativ flott. Wenn ich sie wieder starten möchte, kann ich das wieder über Docker Compose Up -D machen. Und jetzt sieht man auch hier, das Ganze geht relativ schnell, weil Docker Compose eben erkennt, dass jetzt zum Beispiel noch nicht mal mehr neu gebaut werden muss. Das heißt, auch das an der Stelle geht jetzt sehr, sehr schnell. So, und wenn ich jetzt irgendwann, jetzt könnte ich mit Kill wieder beenden, mit Up wieder starten und so weiter. Wenn ich jetzt irgendwann so weit bin, dass ich das Ganze tatsächlich wegräumen möchte, weil auch wenn ich einen Kill ausführe, wir erinnern uns, da wurde ja am Anfang ein Netzwerk angelegt. Und dieses Netzwerk, das sehen wir auch, wenn wir uns mal die Netzwerke anzeigen lassen. Heute habe ich es aber auch wirklich mit Schreibfehlern. Dann sehen wir, hier ist dieses DDD Docker Compose Default Netzwerk als Bridge-Netzwerk angelegt worden und ein Docker Compose PS zeigt uns, im Moment laufen die Container. Das heißt, wenn ich jetzt nochmal sage Docker Compose Kill, dann sind die Container zwar weg, also ein Docker PS zeigt, es läuft nichts, aber ein Docker Network LS zeigt eben, dass dieses Netzwerk hier immer noch existiert. Das heißt, das Kill bezieht sich wirklich nur auf die Container. Und wenn ich das jetzt auch weghaben will, also wenn ich sozusagen will, dass Docker Compose einmal richtig aufräumt, auch die Container wegräumt, also das Kill schießt sie nur ab, das entfernt sie nicht. Das ist genauso wie bei Docker Run. Wenn ich da sage Docker Kill, wird der Container zwar beendet, aber er liegt ja noch auf der Platte rum. Entfernt wird er ja erst durch Docker RM. Und wenn ich das haben möchte bei Docker Compose, dann nehme ich eben nicht Docker Compose Kill oder Docker Compose Stop, sondern dann nehme ich Docker Compose Down. Und dann werden tatsächlich diese Container nicht nur beendet, sondern sie werden auch entfernt und außerdem wird auch das Netzwerk entfernt und insgesamt eben aufgeräumt. Und das sehen wir jetzt hier. Hier kommt also erst die Ausgabe mit Stopping, dann kommt die Ausgabe mit Removing und dann kommt noch die Ausgabe Removing Network.
In der Vollständigkeit halber sei übrigens noch erwähnt, dass Volumes, sofern ihr mit Named Volumes arbeitet, also in dem Fall, wir haben ja jetzt ein, ich habe es beim letzten Video auch schon nicht gewusst, ein Mount-Bind oder ein Bind-Mount verwendet, haben wir jetzt ja hier gemacht. Also da ist ja das Volume sozusagen ein Verzeichnis des Hosts. Es gibt ja die Alternative noch, dass es ein echtes Volume ist, ein sogenanntes Named Volume, was von Docker selber verwaltet wird, was keinen Bezug zu einem Host-Verzeichnis hat. Diese Volumes bleiben erhalten. Wenn ihr die auch weghaben wollt, dann würdet ihr Docker Compose down minus minus Volumes eingeben. Das würde dann die Container beenden und entfernen und auch die zugehörigen Volumes entfernen und dann das Netzwerk entfernen. So, und damit hat man eben die Möglichkeit, also jetzt so ein Multi-Container-Setup hochzufahren und auch wieder zu beenden, und zwar sich auszusuchen, ob ich es nur kurzfristig sozusagen stoppen will oder ob ich richtig das Ganze aufräumen möchte. Und das sind erstmal so die Pendant-Befehle sozusagen von Docker Compose zu Docker, also was Docker Run, Docker Stop, Docker Kill, Docker RM und so weiter eben entspricht. So, soweit ist das erstmal eigentlich ganz gut. Jetzt wäre natürlich schön, vielleicht so ein paar Dinge ein bisschen mehr konfigurieren zu können. Jetzt könnte man zum Beispiel sagen, ja, ich würde zum Beispiel hier gerne dieses Verzeichnis konfigurieren. Oder aber ich möchte hier zum Beispiel konfigurieren können von außen, ohne jedes Mal das Docker-Compose-File anfassen zu müssen, welche Version von Nginx denn gestartet werden soll. Und dafür wäre es nett, wenn man Docker-Compose einen Wert übergeben könnte und wenn dieser Wert quasi hier in dieser Datei als Platzhalter irgendwo eingefügt wird. Und genau das funktioniert. Ich kann also hingehen und kann sagen, anstatt hier zum Beispiel jetzt die Version, nehmen wir die, weil die gerade markiert ist, statt die jetzt hier hardcodiert anzugeben, gebe ich eine Variable an. Das mache ich mit Dollar geschweifte Klammern und einen Variablennamen, zum Beispiel Nginx Version. Und wenn ich jetzt das starten möchte, dann kann ich jetzt auf der Kommandozeile hingehen, kann jetzt eine Umgebungsvariable setzen, also Nginx Version gleich 1.21.5 und sage danach Docker Compose up minus D. Und jetzt passiert genau das gleiche wie vorher, nur dass eben dynamisch sozusagen die Version 1.21.5 eingefügt wird. Jetzt ist die Frage, ich habe ja diese Umgebungsvariable gerade nur für diesen einen Befehl hier gesetzt. Ich habe die ja jetzt nicht global in meinem System gesetzt. Angenommen, ich rufe jetzt einen Befehl auf, wie zum Beispiel Docker Compose down, und ich lasse diese Umgebungsvariable weg. Also ich gebe sie nicht an, sie ist in meinem System nicht existent. Was passiert denn dann? Das ist jetzt beim Herunterfahren, wäre es ja nicht tragisch im Grunde genommen, weil es müssen halt einfach alle Services runtergefahren werden. Auf welchem Image die basieren, mit welcher Version, ist jetzt an der Stelle nicht relevant, aber es könnte natürlich für andere Dinge relevant sein. Und dann sehen wir eben entsprechend, bekommen wir eine Warnung ausgegeben und dann bekommen wir gesagt, also Nginx Version Variable ist nicht gesetzt und der Default ist jetzt ein leerer String. Das heißt, hier würde jetzt, wenn ich versuchen würde, das Ganze zu starten, würde versucht, Nginx in der Version minus Alpine zu starten. Und das macht so natürlich erstmal nicht so viel Sinn. Und deswegen kann man zusätzlich zu der Angabe dieser Umgebungsvariable, jetzt ist vielleicht der Wunsch, ich möchte gerne einen Default-Wert angeben. Und das kann man machen, indem man eine weitere Datei anlegt namens .env. Das ist ein Environment-File, das kennen vielleicht einige von euch auch schon aus anderen Kontexten. Das ist ein durchaus verbreitetes Konstrukt. Und da kann ich jetzt einfach Key-Value-Paare reinschreiben, sowas wie Nginx-Version gleich 1.21.5. Wenn ich das jetzt speichere und ausführe und wenn ich jetzt Docker Compose absage, und zwar ohne, dass ich diese Umgebungsvariable setze, dann greift jetzt eben der Default-Wert. Das heißt, man sieht, das Ganze hat funktioniert. Beende ich das Ganze nochmal. Und wenn ich jetzt zum Beispiel sagen würde, ich setze aber die Umgebungsvariable auf den Wert 1.21.4, dann würde eben das, was ich als Umgebungsvariable von Hand setze, sozusagen das, was in dem End-File drinsteht, überschreiben. Und ich könnte jetzt auf dem Weg das Ganze eben customizen. Und dann sieht man, jetzt wird das entsprechende Image aus dem Internet gezogen, es wird erstmal runtergeladen und dann startet das Ganze wieder. Und so kann ich jetzt optional auf eine andere Nginx-Version gehen. Das ist durchaus ganz praktisch. Wie gesagt, das funktioniert nicht nur für den Image-Pfad, sondern das funktioniert für alles Mögliche, dass ich eben auf diesem Wege Umgebungsvariablen in meinem Docker-Compose-File injecten kann. Es gibt neben dieser Variante mit dem Dollar geschweifte Klammern gibt es noch eine alternative Syntax. Man kann alternativ nämlich auch einfach nur
Dollar und den variablen Namen schreiben. Dann ist aber so ein bisschen der Punkt, man verlässt sich dann drauf, dass eben zum Beispiel hier hinten dran, dass der Image-Name nicht mit einem Underscore weitergeht, weil irgendwoher muss ja klar sein, bis wohin geht denn die Umgebungsvariable und ab wo geht denn der normale Content weiter. Und das ist hier halt ein bisschen, naja, man verlässt sich da halt drauf, dass bestimmte Zeichen nicht in Umgebungsvariablen auftauchen und ähnliches. Von daher ist die Variante mit den geschweiften Klammern einfach ein bisschen sicherer. Außerdem gibt es auch noch Spezialformen. Es gibt Spezialsyntax für zum Beispiel solche, um solche Dinge ausdrücken zu können, wie wenn die Umgebungsvariable zum Beispiel gesetzt ist, aber sie ist als Leerstring gesetzt. Dann nochmal will ich, dass sich das Ganze anders verhält, als wenn sie nicht gesetzt ist und deshalb sozusagen leer ist. Und darauf gehe ich jetzt an der Stelle nicht ein. Das ist dann schon sehr, sehr speziell. Das findet sich dann in der Dokumentation von Docker Compose. Und die Frage ist natürlich, was passiert denn, wenn ich tatsächlich mal ein Dollarzeichen in irgendwo in einem solchen String brauche? Dann muss ich das escapen, indem ich zwei Dollarzeichen hintereinander schreibe. Das heißt, jetzt wird das interpretiert literally als Dollar Nginx Version mit den geschweiften Klammern und es wird nicht als Platzhalter angesehen. So, also das kann man auf dem Wege machen. Jetzt ist manchmal so ein bisschen die Frage, angenommen, ich würde das Ganze jetzt starten, was würde denn dann eigentlich passieren? Das heißt, wie sähe meine Konfiguration denn dann aus? Und dafür gibt es ein sehr praktisches Kommando, nämlich docker compose config. Und wenn ich das aufrufe, dann wird mir ausgegeben, was genau denn daraus gemacht werden würde. Und hier sehen wir jetzt eben zum Beispiel, dass der Build auch noch einen Kontext bekommt, also welches Verzeichnis hier. Dieser Pfad, der wird sozusagen expanded in einen absoluten Pfad. Die Ports mit Published und mit Target, das wird ein bisschen ausführlicher sozusagen ausgegeben. Wir sehen hier bei Depends on API Condition Service Started, also da kann man auch noch Conditions angeben, nicht nur, dass der Service gestartet ist. Man kann zum Beispiel auch noch ein Wait-Skript hinterlegen, was auf einen bestimmten Zustand von dem Container wartet und. Und da sehen wir eben, dass das Ganze ein bisschen ausführlicher beschreibt, was passiert und dass hier zum Beispiel auch die Umgebungsvariablen entsprechend schon interpretiert worden sind, dass man hier nachgucken kann, sozusagen mit welchen Versionen oder was auch immer, was ich eben über die Umgebungsvariablen konfiguriere, was genau mache ich denn da. Interessant ist übrigens noch, dass es einen Parameter gibt für Docker Compose, nämlich den Parameter --env-File, weil normalerweise wird ja die .env-Datei verwendet. Wenn ich jetzt mehrere .env-Dateien anlegen wollen würde, könnte ich ja machen, zum Beispiel für unterschiedliche Setups, die ich fahren möchte, dann kann ich eben mit --env-File und dann dem Dateinamen des Environment-Files könnte ich dann angeben, welches von diesen Environment-Files ich denn verwenden möchte. Damit kann ich das Ganze sozusagen überschreiben. So, außerdem fehlt uns, Stichwort Umgebungsvariablen, fehlt uns noch ein Punkt, nämlich man kann ja auch für Container Umgebungsvariablen setzen, was ja bei Docker Run über den Parameter -e passieren würde. Und dafür gibt es einfach bei den Container oder bei den Service-Definitionen besser gesagt noch einen Abschnitt Environment, wo ich eben auch hingehen kann und sagen kann, auch wieder Key-Value-Paare setzen. Das heißt, auch hier habe ich eine Liste und könnte dann jetzt entsprechend eintragen, ich möchte eben einen bestimmten Key auf einen bestimmten Wert setzen, so wie ich das eben auf der Kommandozeile auch mache. Also sowas wie Port ist gleich 81. Das gibt es jetzt in diesem Fall nicht bei Nginx, aber das könnte man an der Stelle eben entsprechend eintragen. Also das, wie gesagt, nur der Vollständigkeit halber angeben. Eine sehr, sehr spannende Sache an der Stelle ist noch, wenn man nur den Namen einer Umgebungsvariable angibt, das ist ein ziemlich cooles Feature, wie ich persönlich finde, dann wird der Wert der Umgebungsvariablen, die auf der Shell definiert ist, also was hier unten definiert ist, wird als Umgebungsvariable in den Container durchgereicht. Das heißt, auf dem Weg kann ich zum Beispiel bei mir auf dem System global eine Debug-Umgebungsvariable setzen und könnte die auf diesem Weg in alle Services, die ich über Docker Compose starte, hineinreichen lassen, also deren Wert. Und das ist natürlich sehr elegant, sehr einfach, eine sehr schöne Lösung. Ansonsten gibt es außerdem hier noch die Option, hier zu sagen, statt Environment könnte ich auch env-File angeben und kann dann hier auch eine Liste von Dateien angeben, die genauso aufgebaut sind wie diese .env-Datei, wo ich jetzt meine Umgebungsvariablen für einen bestimmten Service drin definiere. Das ist halt praktisch, wenn es viele Umgebungsvariablen sind
Und wenn diese Umgebungsvariablen vielleicht auch zwischen mehreren Services geteilt werden müssen, dann kann man die nämlich sehr schön nicht nach Service aufbauen, sondern nach Anwendungsfall. Und dann können eben mehrere Services sich gemeinsam diese N-Files teilen. Wie gesagt, an der Stelle brauchen wir das nicht, weil Nginx keine Umgebungsvariablen benötigt für die Konfiguration. Unsere Node-Anwendung hier oben ja auch nicht, aber das wäre der Weg, wie man das Ganze dort hineinbekommen würde. So viel zu den Umgebungsvariablen. Jetzt muss ich einmal kurz gucken, ob das Ganze gerade noch läuft oder nicht. Nein, tut es nicht mehr. Okay, also wir haben einen sauberen Stand. Jetzt ist der nächste Punkt. Manchmal, also im Moment haben wir ja quasi eine All-or-Nothing-Entscheidung. Entweder fahren wir alle Services hoch, indem wir Docker Compose Up aufrufen, oder wir fahren halt keinen Service hoch, indem wir nichts machen. Manchmal möchte man aber nicht alle Services in jedem Szenario hochfahren, sondern manchmal macht es Sinn, nur einige der Services zu starten. Und beispielsweise, man hat einen gesonderten Service, den man halt braucht, wenn man das Ganze debuggen möchte. Und man möchte diesen Service aber nicht generell mitlaufen lassen, sondern nur in bestimmten Szenarien. Und dafür gibt es die Möglichkeit, sogenannte Profile zu verwenden. Ein Profil ist, wenn man so will, quasi ein Set von Services. Das heißt, ich kann bei Docker Compose Up nachher sagen, ich möchte mit einem bestimmten Profil starten und dann werden eben nur die Services gestartet, die diesem Profil sozusagen entsprechen, die in diesem Profil registriert sind. Jetzt ist die Frage, was passiert erstmal mit Service? Oder wir können es ja auch machen. Wir können ja im Prinzip mal sagen, wir haben hier einen Profiles-Eintrag und da gibt es jetzt zwei Syntaxvarianten, wie man das machen kann. Entweder gibt man hier quasi ein Array an, das wäre die eine Option, die finde ich persönlich nicht so schön lesbar. Die andere Variante ist, dass wir hier eben ganz klassisch eine Liste angeben und dann Werte reinschreiben. Das heißt, so würde ich einem Service ein Profil zuweisen. Und also diese Profile müssen nirgendwo gesondert definiert werden. Die existieren einfach dadurch, dass ich es hier als Profiles hinschreibe. Und ich wäre in der Lage, hier eben mehr als ein Profil anzugeben. Ich könnte neben API auch noch irgendwas anderes machen. So, jetzt können wir ja mal versuchen, das Ganze zu starten. Gucken mal, was passiert. Das heißt, wir sagen mal Docker Compose. Jetzt ist ganz wichtig, dass, jetzt ist man ja geneigt zu sagen Docker Compose Up minus minus Profile API. Das ist falsch, weil dieser minus minus Profile Parameter, der bezieht sich auf Docker Compose, nicht auf das Up-Kommando, weswegen man jetzt hier sagen muss Docker Compose Profile API Up und dann halt das minus D entsprechend noch. Und wenn wir das jetzt starten, dann erwartet man jetzt ja zunächst mal, dass nur der API-Service gestartet wird. Wir sehen aber, dass tatsächlich beide Services gestartet werden. Und das liegt einfach daran, dass Services, denen kein Profil zugeordnet ist, die werden immer gestartet. Okay, also von daher war das nicht ganz das, was wir uns erhofft hatten. Das heißt, wir sagen Profile API down. So, und dann weisen wir dem UI-Service eben auch mal ein Profil zu und versuchen das Ganze dann nochmal und schauen dann mal, was passiert. Das heißt, wir gehen jetzt hier hin und sagen, du kriegst auch ein Profile, nämlich das Profile UI. Das heißt, die beiden sind jetzt disjunkt. Hier haben wir das Profile API, hier haben wir das Profile UI und das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Wenn wir jetzt nochmal das API-Profile hochfahren, dann passiert erstmal das, was man erwartet hat. Es wird nämlich jetzt nur noch der API-Container gestartet, der andere nicht, weil der gehört jetzt nicht mehr zum API-Profile. Und wenn wir jetzt versuchen, das UI-Profil zu starten, dann sehen wir, dass wir einen Fehler bekommen. Und das ist ganz interessant bei Docker Compose. Es wird nämlich jetzt gesagt, der Service API was pulled in as a dependency of Service UI. Also der API-Service, der wurde als Dependency von dem UI-Service angegeben, but is not enabled by the active profiles. Das heißt, wir haben gesagt, wir wollen alles starten, was in das Profile UI reingehört. Wir haben hier ein Depends on angegeben und dieser Service, auf den wir dependen, der wiederum ist aber im UI-Profile nicht enthalten. Und deswegen verweigert da jetzt Docker Compose den Dienst. Das heißt, Docker Compose ist jetzt nicht so schlau zu sehen, okay, der API-Service läuft ja längst schon und ähnliches.
Ist auf der anderen Seite natürlich sicherheitshalber durchaus vernünftig, das so zu machen. Und interessant ist eben die vorgeschlagene Lösung. You may fix this by adding a common profile to API and UI. Das heißt, hier wird jetzt relevant, dass ich ja durchaus mehrere Profile angeben kann. Das heißt, ich könnte hier auch ein Shared Profile anlegen, was dann wiederum beide miteinander vereint. Und das ist halt interessant, dass hier Docker Compose durchaus versucht zu unterstützen und zu vermeiden, dass halt Situationen entstehen, dass Dinge entstehen, die sich halt nachher vielleicht nicht mehr so gut auflösen lassen, weil sie eben einfach nicht sinnvoll sind und weil da eben Dinge passiert sind, die halt so eigentlich nicht wünschenswert wären. Also das kann man, wie gesagt, mit Profilen machen und die Profile, ja, das lohnt sich natürlich bei den zwei Services nicht, aber wie gesagt, bei größeren ist das durchaus eine interessante, bei größeren Anwendungen ist das durchaus eine interessante Option. Eine sehr spannende Sache, wo man Profile verwenden kann, wäre zum Beispiel auch, dass man unterschiedliche Datenbanken unterstützen kann und je nachdem, welches Profil man wählt, wird eine andere Datenbank gestartet. Und das, wie gesagt, also dadurch lassen sich durchaus spannende Setups bauen. Eine weitere Geschichte, was man vielleicht kennen sollte, wir haben jetzt ja gesehen, wenn wir das Ganze mit Docker Compose Up starten, dann wird ein Default-Netzwerk angelegt. Und da ist es zunächst mal so, und auch das haben wir im Detail in der fortgeschrittenen Folge zu Docker erklärt, dass in einem solchen Netzwerk gab es den Parameter --network-alias für Docker Run, dass man da hinterlegen konnte, dass ein Dienst oder ein Container unter dem angegebenen Alias-Namen im Netzwerk erreichbar sein soll, sodass man seine IP-Adresse nicht kennen muss. Quasi, man konnte einen Host-Namen vergeben. Und das Schöne ist, das macht Docker Compose unter der Haube automatisch. Das heißt, die Services, weil die sich in einem gemeinsamen Netzwerk befinden, können sie aufeinander zugreifen. Das können sie auch dann, wenn ich keine Ports freigebe, weil alle Services in einem Netzwerk immer auf alle Ports von allen anderen Services in diesem Netzwerk zugreifen können. Diese Port-Forwardings, die sind nur relevant, um die Ports auf die Hostmaschine zu bringen, damit ich zum Beispiel von meinem Mac aus auf die API oder auf die UI zugreifen kann. Wie gesagt, für die Services untereinander wäre das nicht wichtig. Und was ich da jetzt eben machen kann, ist, dass ich diese Service-Namen hier, API und UI, als Hostnamen verwende. Das heißt, ich könnte aus Nginx heraus, wenn ich jetzt hier drin irgendwo Code hätte, der in dem Container läuft, könnte ich auf http://api:/3000 zugreifen und da hätte dann eben hier eine Verbindung zu diesem Container. Und das ist sehr, sehr praktisch, weil das gerade zum Beispiel das Setup mit Datenbanken, mit irgendwelchen Cache-Systemen, mit Message-Queues und ähnlichen Infrastruktursachen sehr viel einfacher macht. An der Stelle können wir es jetzt leider nicht verwenden. Also jetzt ist natürlich der naheliegende Gedanke, dass man hier jetzt hinschreibt, naja, wir greifen ja hier auf die API zu und dann müssen wir da nicht bei Localhost hinschreiben. Das ist prinzipiell eine gute Idee, aber wird nicht funktionieren, weil diese HTML-Seite ja letztlich nicht im Container läuft. Sie wird ja nur aus dem Nginx, aus dem Container heraus ausgeliefert. Ausgeführt wird dieser Code ja auf meinem Host-System und zwar im Browser. Und der Browser befindet sich ja außerhalb des Docker-Containers. Insofern muss hier Localhost 3000 stehen. Insofern muss ich hier auch dabei bleiben, dass ich die API von außen zugänglich mache. Ansonsten käme ich nicht mehr dran. Aber prinzipiell ist das erstmal gut zu wissen, dass also Services untereinander, aufeinander über ihren Service-Namen verweisen können. Und das macht eben, wie gesagt, das Setup mit vielen Containern sehr und das Verbinden oder das Verlinken von mehreren Containern untereinander sehr viel einfacher. Wenn ich jetzt neben dem Default-Netzwerk, wenn ich jetzt sage, okay, das ist prinzipiell eine nette Idee, aber das ist mir zu simpel. Alle Container aus dieser Anwendung in ein einziges Netzwerk rein, das ist nett so zum Entwickeln, aber das ist vielleicht nicht das, was ich letztlich haben will. Ich möchte das feingranularer haben. Ich will, dass nur bestimmte Services auf bestimmte andere Services zugreifen können. Ich habe eine komplexere Netzwerkkonfiguration. Dann kann ich das Ganze auch von Hand machen. Das heißt, ich kann nämlich hier, und jetzt sind wir wieder auf der obersten Ebene, da, wo auch Services definiert wird, da legen wir jetzt einen neuen Key an und nennen den Networks. Und dann könnte ich jetzt hier sagen, genauso wie bei Services, wo ich jetzt Namen hinschreiben kann, kann ich jetzt hier sagen, ich habe zum Beispiel ein Netzwerk namens Test. Und in diesem Testnetzwerk kann ich jetzt verschiedene Dinge konfigurieren. Ich muss zumindest mal konfigurieren, was für ein Netzwerk soll das denn sein? Also in unserem Fall jetzt ein Bridge-Netzwerk.
Auch darauf sind wir ja in der fortgeschrittenen Folge näher eingegangen. Es gibt ja noch das Host-Netzwerk, es gibt das NAN-Netzwerk, es gibt das IPv-LAN-Netzwerk und. Also da gibt es eine ganze Menge von Dingen. Im Normalfall wird man mit einem Bridge-Netzwerk arbeiten und jetzt bekommt man eben hier ein entsprechendes Testnetzwerk eingerichtet. Und das muss ich jetzt bei den einzelnen Services noch hinterlegen. Und dazu gehe ich eben hier auch hin und sage, es gibt einfach den neuen Punkt Networks und ich gebe den Namen an, mit welchem Netzwerk oder mit welchen Netzwerken, ist auch wieder ja eine Liste, wie man sieht, möchte ich diesen Dienst denn verbinden. Und wenn wir das Ganze jetzt so machen und das Ganze einmal mit Docker Compose Up-D starten, dann sehen wir haben genau dasselbe wie vorher, nur heißt es jetzt eben nicht mehr Creating Default Network, sondern es heißt Creating Network DDD Docker Compose Test with Driver Bridge. Die Ausgabe war da vorher ein bisschen anders. So, und dann können wir das Ganze mit Down natürlich auch wieder beenden. Also von daher, ich kann eigene Netzwerke definieren. Das Ganze, wenn ich das nachher mit Docker Swarm noch kopple, ich kann sogar eigene Overlay-Netzwerke definieren und. Und solche Netzwerke, die sind per Default attachable. Das heißt, ich kann Container auch zur Laufzeit in diese Netzwerke noch einklinken. Auch das haben wir uns in der fortgeschrittenen Folge angesehen. Wenn ich das abschalten möchte, dann gibt es die Eigenschaft Attachable False und damit kann ich eben konfigurieren, dass so ein Netzwerk nur in der Konfiguration zulässig ist mit den Verbindungen, wie das eben über Docker Compose aufgesetzt wird. Aber ich kann eben zur Laufzeit nicht ändern, dass weitere Container sich sozusagen an dieses Netzwerk anhängen. Das ist also die etwas sicherere Variante, ist aber auch etwas weniger flexibel an der Stelle. Insofern der Default ist hier eben Attachable True und das ist erstmal zum Entwickeln auf jeden Fall auch durchaus sinnvoll. So, damit haben wir, wie Docker Compose grundsätzlich funktioniert, wie man das Ganze aufsetzt, wie wir Port Forwarding machen, wie wir Volumes einklinken, wie wir mit Mount Binds oder Bind Mounts umgehen, wie wir Umgebungsvariablen setzen, wie wir Umgebungsvariablen von außen reinreichen. Wir haben uns Netzwerke angesehen, wir haben uns mit Persistenz ein bisschen beschäftigt, wir haben Abhängigkeiten zwischen den Containern beschrieben und. Und jetzt gibt es natürlich noch ganz viele weitere Settings. Also es gibt ganz viele so Kleinigkeiten, die praktisch sind, wie zum Beispiel, ich habe ja vorhin, als ich den Node-Container von Hand gestartet habe, habe ich gesagt, dass Node nicht gut in der Lage ist, als PID-1-Prozess zu arbeiten, weswegen ich dieses --init-Flag gesetzt habe. Und das Gleiche geht eben auch über Docker Compose, indem ich hier zum Beispiel hinschreibe init-true. Des Weiteren kann ich zum Beispiel, nur um mal ein paar Optionen zu nennen, kann ich zum Beispiel sagen, wenn so ein Container crasht, was soll denn dann passieren? Dafür gibt es ja in Docker die sogenannte Restart-Policy, mit der ich sagen kann, wenn der Container crasht, dann ist er halt gecrashed, dann passiert einfach gar nichts. Oder er soll immer auf jeden Fall neu gestartet werden. Oder wenn ein Container crasht, dann soll er eine bestimmte Anzahl von Malen neu gestartet werden. Oder nur im Fehlerfall oder. Und das kann ich hier zum Beispiel auch konfigurieren, indem ich beispielsweise sage Restart Always. Außerdem, manchmal ist es sinnvoll, Containern einen DNS-Server vorgeben zu können, über welchen DNS-Server sie versuchen, Dinge aufzulösen. Dafür gibt es die DNS-Property. Dann kann ich zum Beispiel sagen, nimm den 8888 DNS-Server. Oder wenn ich mehrere angeben will, kann man sich jetzt schon fast denken, wie das läuft, dann kann ich hier natürlich auch eine Liste angeben von DNS-Servern, die verwendet werden sollen. Und also man sieht, es gibt da eine ganze Menge noch an Parametern. Die Liste ist endlos lang, also da empfiehlt sich wirklich der Blick in die Dokumentation, wenn man jetzt speziellere Anforderungen hat, was man machen möchte. Vielleicht empfiehlt sich es auch einfach, die Docker-Compose-File-Referenz mit all den Parametern, mit all den Attributen, die es gibt. Das würde in den Rahmen dieses Videos dramatisch sprengen. Einfach mal an einem ruhigen Nachmittag sich mal hinzusetzen, das einfach mal in ein paar Stunden mal durchzulesen, um einfach mal ein Gefühl dafür zu bekommen, um mal einen Überblick dafür zu bekommen, was es da alles gibt und. Eine Sache, die ich noch ziemlich spannend finde, ist, dass man bei dem Bild zum Beispiel, wir haben vorhin gesehen, dass der Kontext hier auf einen absoluten Pfad aufgelöst wurde. Man kann auch noch einen Docker-File angeben, wenn man das möchte. Normalerweise liegt der Kontext und das Docker-File, es ist ja dasselbe Verzeichnis. Man kann das trennen, das heißt, man kann zum Beispiel ein Docker-File für unterschiedliche Kontexte verwenden und so weiter. Es gibt noch die Möglichkeit, Bildargumente zu übergeben, um halt eben Parameter für Builds angeben zu können und. Die ganzen Grundlagen, wie Docker Compose funktioniert, wie es aufgebaut ist, was man damit machen kann und wie man sich eben so ein Multi-Container-Setup deutlich vereinfachen kann,
Die sind jetzt aber auf jeden Fall da. Und ich denke, das ist so das, was man als Ausgangsbasis kennen sollte, um mit Docker Compose eben vernünftig arbeiten zu können. Es ist ein sehr, sehr praktisches Tool. So im Alltag kann es einem viel Arbeit abnehmen. Der größte Haken meiner Meinung nach, oder die zwei größten Haken meiner Meinung nach, sind zum einen, dass das ein YAML-File ist, was eben einfach manchmal dadurch, wenn man vielleicht nicht ganz so geübt mit YAML ist, wenn man mit YAML nicht so oft zu tun hat, was manchmal sich nicht ganz so verhält, wie man es erwartet, weil da halt doch viel Magie drin steckt, wie zum Beispiel hier bei Networks, Test ist ein String, wie zum Beispiel init true, oder besseres Beispiel, restart always, always ist ein String, init true, true ist halt kein String, sondern ein boolscher Wert. Warum? Naja, weil dem literal true halt, es ist quasi ein Magic Value. Wenn ich das jetzt in Anführungszeichen schreiben würde, man sieht es auch, die Farbe ändert sich, dann wäre es jetzt ein String. Ich habe das heute am Anfang erwähnt mit dem Komma. Wenn ich hier die Anführungszeichen weglasse, wird es nicht mehr als String, sondern als Zahl interpretiert. Es ist aber wieder ein String, wenn ich noch eine weitere Stelle anhänge und lauter so Kleinigkeiten. Also da kann man sich mit Docker Compose manchmal ein bisschen schwer tun. Das YAML-Format ist da halt sehr entspannt und sehr fehlertolerant und versucht halt irgendwie halbwegs intelligent das Richtige zu tun. Wie gesagt, ich bin da kein so ein großer Freund von. Ich hätte lieber einen klaren Fehler an der Stelle, sowas wie ein Type-Error, und dann muss ich eben Anführungszeichen schreiben. YAML verbietet es ja nicht, aber es erfordert es halt auch nicht. Also da, ich persönlich, wie gesagt, stehe da nicht so drauf. Der zweite Punkt, was ich bei Docker Compose ein bisschen schwierig finde, ist, dass die Befehle, die sind natürlich offensichtlich, hat man ja gesehen, es gibt sowas wie Docker Compose PS, es gibt sowas wie Docker Compose Stop, Docker Compose Kill, dass diese Befehle doch sehr nah an die von Docker angelehnt sind und dass man, wenn man Docker Compose vielleicht nicht ganz so häufig benutzt, durchaus in die Situation kommen kann, dass man sich nicht mehr so ganz klar ist, hieß der Befehl jetzt genauso oder hieß der anders? Und wenn er gleich heißt, macht er das Gleiche oder macht er doch ein bisschen was Unterschiedliches? Und also diese Trennung, die ist vielleicht an manchen Stellen nicht ganz so sauber, wie sie vielleicht sein könnte oder wie sie sein sollte. Was auf jeden Fall an Docker Compose aber richtig gut ist, das ist zum einen, das gibt es noch nicht von Anfang, oder es gab es noch nicht von Anfang an, was sich sehr, sehr gut entwickelt hat, das ist die Möglichkeit, über Umgebungsvariablen eben hier dieses Docker Compose File konfigurieren zu können, um Werte von außen reinreichen zu können, um das eben sozusagen zur Docker Compose Abzeit machen zu können, um das zur Bildzeit machen zu können, um das zur Laufzeit machen zu können. Also da hat sich viel getan. Das war vor einigen Jahren noch deutlich umständlicher, wenn man Dinge konfigurieren wollte, und das ist sehr, sehr elegant geworden. Und insgesamt so, das Handling hat sich doch auch deutlich verbessert. Also von daher ein sehr, sehr praktisches Werkzeug. Auf jeden Fall, um, wenn ich eine Anwendung mit mehreren Containern habe, um das lokal entsprechend auszuführen und um mir da sozusagen die Entwicklung deutlich zu vereinfachen. Ansonsten, was wofür Docker Compose vielleicht nur bedingt geeignet ist. Ich kann das Ganze natürlich auch auf einem Server betreiben, der als Testsystem, als Preview-System oder auch als Produktivsystem vorgesehen ist. Ob ich das an der Stelle machen möchte, sei mal so ein bisschen dahingestellt, weil das Ganze natürlich auch wie Docker erstmal auf einen einzelnen Server beschränkt ist. Das heißt, ich möchte ja im Normalfall eine Anwendung, gerade wenn sie aus mehreren Containern besteht, auch skalieren. Das heißt, alleine, vielleicht habe ich gar nicht die Riesenanforderung, Millionen von Anwenderinnen und Anwendern bedienen zu müssen, aber ich möchte vielleicht ja alleine schon skalieren können, um überhaupt Load Balancing machen zu können und um sowas wie Failover, um ein ausfallsicheres System zu haben. Und dafür muss ich eben das Ganze schon mal auf mindestens zwei Server verteilen. Und das geht natürlich mit Docker Compose so erst einmal nicht, weil das halt in Docker Compose nicht vorgesehen ist, weil Docker Compose erstmal auch nur eine Software ist, die lokal auf einer Maschine ausgeführt wird. Ich kann das Ganze natürlich dann, das habe ich vorhin schon mal in so einem Nebensatz erwähnt, ich kann das Ganze dann natürlich mit sowas wie Docker Swarm kombinieren, wo ich dann ein Overlay-Netzwerk habe, wo ich dann ein Docker Compose über so ein Overlay-Netzwerk schicken kann, wo es dann eben auf unterschiedlichen Servern die Dinge sozusagen orchestrieren soll. Aber da ist dann halt schnell der Punkt, da ist dann die Frage, will ich da wirklich mit Docker Swarm arbeiten? Also auf den ersten Blick sieht das nach einer guten Idee aus, weil ich eine in Docker integrierte Clusterlösung habe, die auch mit Docker Compose funktioniert. Auf den zweiten Blick ist so ein bisschen fragwürdig, welche Zukunft Docker Swarm noch hat. Dazu haben wir auch schon mal ein Video gemacht, das verlinke ich dir, falls du es noch nicht gesehen hast, nochmal in der Infocard,
solltest du dir, falls du mit Docker Swarm arbeitest oder falls du beabsichtigst, mit Docker Swarm vielleicht in der Zukunft zu arbeiten, solltest du dir auf jeden Fall mal angucken, um dir vorher Gedanken darüber zu machen, ob das wirklich eine gute Idee ist und um einfach eine bewusstere, explizitere Entscheidung treffen zu können oder ob es nicht sinnvoll wäre, auf eine Alternative von Docker Swarm auszuweichen, beispielsweise auf Kubernetes. Und das ist das andere Thema. Natürlich will man sich lokal nicht unbedingt einen Kubernetes-Cluster installieren, um mal eben eine Anwendung entwickeln zu können, die aus drei Services besteht. Kubernetes und Docker Compose harmonieren dann auch wiederum nicht zusammen. Das heißt, da ist dann die Frage, wenn man in Richtung Kubernetes gehen will, will man dann vielleicht was Leichtgewichtiges, eine leichtgewichtige Kubernetes-Distribution für lokal haben, sowas wie K3S. Auch dazu gibt es ein Video, siehe Infocard. Und wenn ich sowas nutze, wenn ich dann natürlich quasi so diese berühmte Dev-Prod-Parity anstrebe, dass meine Entwicklung und mein Produktivsystem, dass das möglichst auf den gleichen Technologien basiert, dann ist natürlich die Frage, welche Rolle spielt denn da Docker Compose wiederum noch? Und dann tritt das vielleicht so ein bisschen in den Hintergrund und ist nicht mehr ganz so relevant, wie man zunächst mal gemeint hat. Aber das hängt halt sehr an der Frage, ob man Kubernetes macht bzw. machen möchte oder halt nicht. Solange man mit Kubernetes nichts zu tun hat, ist Docker Compose auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Wahl. Und wenn du jetzt sagst, okay, Kubernetes ist auch sowas, was ich schon 100-mal gehört habe, habe ich so eine ganz grobe Vorstellung davon, aber ich habe noch nie was damit zu tun gehabt oder vielleicht nur mal oberflächlich reingeschnuppert und bin nicht so richtig sicher, was Kubernetes eigentlich kann, wofür es gut ist, wie es funktioniert und so weiter, dann ist die gute Nachricht, dass wir voraussichtlich heute in einer Woche ein Video veröffentlichen werden in diesem Stil, quasi Kubernetes, eine Einführung in 100 Minuten oder wie lange wir dafür halt brauchen werden. Und ja, von daher kannst du dich darauf auf jeden Fall schon mal freuen. Das setzt dann quasi diese Docker-Einführung, Docker für Fortgeschrittene, Docker-Compose-Serie dann mit Kubernetes fort. Und das wollen wir auf jeden Fall noch machen. Ob es für nächste Woche schon klappt, ich kann es noch nicht hundertprozentig versprechen, aber nächste oder spätestens übernächste Woche sollte es dann auf jeden Fall kommen. Ja, und damit sind wir für heute eigentlich dann auch durch. Ich hoffe, dass dir das Video gefallen hat. Insbesondere, wenn du eine oder einer von denen warst, die ja schon nach Docker Compose in der Vergangenheit gefragt hatten, würde mich sehr interessieren, so, ob das Video deine Erwartungen erfüllt hat, ob für dich was Neues dabei war, ob es einfach ein runderes Bild nochmal geliefert hat oder was auch immer. Aber natürlich auch, wenn du mit Docker Compose bisher noch gar nichts zu tun hast, würde mich interessieren, wie dir das Video gefallen hat. Schreib dazu gerne mal einen Kommentar oder lass einen Daumen nach oben da. Teil das Video, wenn du es gut fandest, auf jeden Fall gerne mit deinen Kolleginnen, mit deinen Kollegen. Und ansonsten bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, pass gut auf dich auf, bleib gesund und dann sehen wir uns am Donnerstag zu unserem nächsten Video wieder. In dem Sinne, mach's gut. Ciao.